Die Trottel können nichts machen und treffen mich nicht mal. I'm not a writer. Okay. Are you listening? Damn. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu World's Finest Gamer am Start. Und heute präsentiere ich euch einen weiteren Glitch für GTA Online. Und in diesem Glitch geht es darum, ich habe eine unsichtbare Wand, beziehungsweise hier einen unsichtbaren Bereich gefunden, in dem dieses Auto hier drin steht. Alles, was dort drin ist, ist unsterblich und kann nicht getötet werden. Das Ganze befindet sich in einem Parkhaus im Norden von Winewood Hills. Ich zeige euch hier gerade den genauen Punkt auf der Karte. Und wenn ihr jetzt in diesem Bereich drinne seid, ihr könnt nämlich von drinnen schon Leute umbringen, so wie ich euch das hier mit dem Scharfschützengewehr einmal präsentiere. Es funktioniert leider nur mit dem Scharfschützengewehr und mit Haftbomben, Granaten etc. Aber das macht auch richtig Spaß mit einem Scharfschützengewehr. Ihr seht es im Hintergrund hier, wie viele Polizisten ich einfach mal abknalle. Damit könnt ihr jetzt auch mal eure Freunde trollen und sie so richtig verarschen. Denn wenn ihr da drin steht und die außerhalb davon sind, könnt ihr auf die schießen, die versuchen auf euch zu schießen und treffen euch einfach nicht. Die ganzen Schüsse prallen einfach an diesen unsichtbaren Wänden hier ab und ihr seid praktisch in einem Gottmodus. Keiner kann euch was, keiner kann euch treffen, weder andere Leute noch die Polizei noch sonst wer, solange ihr in diesem Bereich auch drinne bleibt. Ja, meine lieben Freunde, ich bin raus. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche immer, so gut es geht, zu helfen. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Glitch-Videos mehr zu GTA Online. Und auch nichts zu meinen anderen Serien aus FIFA 15 oder WWE 2K15. Ja, macht's gut, meine lieben Freunde. Bleibt gesund. Ich bin raus. Haut da rein. Und ciao!